So. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Ja, im letzten Part haben wir hier in Orkos uns ein bisschen umgeschaut und haben gemerkt, dass hier ein Typ gefangen genommen wurde, der ist als Spion irgendwie gestoppt wurde. Und hi. Slam hieß er, nicht doch. Hab ich Slam gesagt? Ich weiß nicht mehr. Wie habe ich den gesprochen? Keine Ahnung, egal. Ah, Light, ich bin Slam, du weißt doch, Slam, der Freund von Grant. Ich habe herausgefunden, dass die Gangster von hier aus, nach Pyritus schmuggeln. Da bin ich hierher gekommen und dann, naja. Aber dafür habe ich den machen, dass hier abnehmen wir. Hier, nimm es ruhig. Leider hält Artisk. Ich glaube, das ist hier in August ein ziemlich wichtiges Item. Okay. Gut, ich kann ja mal zeigen, haben wir schon zweites davon, oder von diesen Disken? Ja, natürlich. Moment. Die tue ich überhaupt mal hier switchen, denn die werden wir oft brauchen. Und dann kann ich ja mal zeigen, was es mit diesen Disken auf sich hat. Denn die Disken kann man hier benutzen. Da benutze ich doch gleich mal die R-Disk. Warum auch immer ich die jetzt erst bekomme. Wenn er die Erde ist, dann Spot 3. Kurs rechts. Bitte UFO betreten. Ja, und dann kann man nämlich hier rein. Ja, dieses U-Boot. Und dann geht es immer den vorgestellten Kurs. Yay! Da seht ihr vielleicht links so ein Item blitzen. Und ja, das ist cool. Wo geht's denn hier lang? Geht's hier? Nee, oder? Okay, hier will ich noch nicht rein. Okay. Ich weiß, wo es hier reingeht. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Gut, ich benutze als die V-Disk. Oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst, aber egal. Naja. Wenn ihr der dann Spot rein. Kurs vorne. Okay. Ach, die Musik. Das ist noch schlimmer als im Pyritus. Ah, da drüben ist ein cooler Laden. Da gehe ich nämlich jetzt auch erstmal rein. Was bist du denn überhaupt? Wo meine Fahrtbrotdefe ist? Wo finden meine Fähne? Nochmal. Wo meine Fahrtbrotdefe ist? Wo finden meine Fähne? Ja. Derjenige, der das verstanden hat, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß es natürlich, was dahinter steht, aber vielleicht wisst ihr es ja noch nicht. Und hier möchte ich nämlich was kaufen. Nämlich das. Nämlich ein Vitalkraut. Ein bitteres Kraut, das besiegte Pokémon wiederbelebt. Und da kaufe ich doch gleich mal 3 Stück davon. Denn das ist ein Top-Beleber. Und das ist doch durchaus mal nützlich. So, ich tue aber erstmal ein bisschen Sachen hier verkaufen. Beispiel den Sonntag, den werde ich eh nie brauchen. Und den Regentanz werde ich auch nie brauchen. Weg mit dem Rotz. So. Das habe ich noch zum Verkaufen. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Lebe haben wir auch 6 Stück. Schluckraut. Wie ist das wert? 50. Ja. Gut. Mehr haben wir nicht. Auf jeden Fall, hier ist so ein Kräuterladen. Und da gibt es Kräutermedizin. Was sogar relativ wirksam ist. Nur werden dann die Pokémon unglücklich, weil die bitter sind. Das ist, naja. Aber hier ist auf jeden Fall wieder ein neues Kolosseum. Wie ihr euch vorstellen könnt, bin ich da noch ein bisschen zu schwach dafür. Und da ist vor allem eine Speicherstation, wo ich jetzt erstmal heilen möchte. Komm, ihr seid wieder vorbei. Okay. So, sichern und los. Und dann gehen wir doch trotzdem mal nach rechts. Ach Gott, ich freue mich. Ich freue mich. La. Denn da kommt jetzt was Tolles. Ja. Na gut, ihr werdet ja gleich sehen, warum ich hier so rumstöhne und motze und Sachen mache. So. Die Erddisk verwenden. Nein, verwende die Erdbeere. Ja, Kurs rechts. Ich hab mich aufgeglitscht. Wie kommt die jetzt ins U-Boot? Ach ja, okay. Schön. Ach ja. Schön. Hab ich einfach mal wieder aufgeglitscht und die muss hinterherkommen. Gibt's hier zufällig irgendwo ein Item? Vielleicht so versteckt hier unten hier hin? Vielleicht? Nee. Okay. Gut, dann auf in die Höhle des Löwen.
Klopf, klopf. Wer ist da? Achtung, wir gehen auf Sendung. Wir gehen auf Sendung? Ey, ich bin doch der Hauptdarsteller, oder? Dreimal so. Das kommt genau richtig. Die Sonderbonbons kommen genau richtig. Denn was habe ich gesagt vor einem Part oder was? In diesem Part Level 47, ne? Ja, das mache ich doch direkt. Nach Tara, Level 47. Versucht Kreideschrei zu erlernen. Aber kann maximal 4 Attacken lernen. Kreideschrei. Nö. Hat Kreideschrei nicht erlernt. Aber was noch viel cooler ist, hier bei Psyana. Versuch Psychokinese zu erlernen. Ah ja, natürlich will ich das lernen. Hallo? Konfusion weg. Und das, Leute, ist die Mega-Imba-Drecks-Attacke. Oh, haben wir einen AP-Plus? Wenn ja, dann wird das gleich darauf verwendet. AP-Plus, AP-Plus, AP-Plus. Nö, okay. Gut. Dann auf in den Kampf gleich. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Ist hier noch was? Okay. So, hi. Test, Test. Mikrofon, Makrofon, Magneton. Test, Test. Oh, hi, Mon. Hi, Venus. Hey, ihr. Ihr beiden. Ihr stört. Wir wollen gleich auf Sendung gehen. Aber wer seid ihr überhaupt? Moment. Dieses Gesicht kenne ich doch. Du bist doch der Kerl auf der Schwarzliste auf der Zentrale. Wie bist du hier reingekommen? Spann dir ruhig die Antwort. Ich werde dich jetzt einmal besiegen. Und dann kassiere ich einen riesigen Ball von der Kira. Und auf in den Kampf gegen Krypto-Vorstand Venus. Die hat ein cooles Kleid an. Sieht toll aus. Enekoro und Banette. Ja, das wird jetzt ein gewissen Zuschauer freuen. Schönen Gruß hier mal am Rande. Ja, denn wir grüßen sich oft, ne? Das ist echt schlimm. Naja, egal. Und dann zeige ich euch gleich mal die neue Psychokinese. So. Ich glaube, das war's schon dann mit dem Enekoro. Psychokinese! Pam! Was, das hat's überlebt? Wow. Das schockiert mich jetzt ein bisschen, aber egal. Psyana hat sich verliebt, natürlich hat es das. Spukball. Au, 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 Spukball. Das tut weh. Aua! Verdammt! Das hat mächtig wehgetan. Ach, du Heilige. Das Vieh muss sterben. Und mein Psyana muss unbedingt geheilt werden, denn das brauche ich noch so ein bisschen in dem Kampf. Komm, Übertrank rein, so. Eieiei, der Psy-Strahl hat reingehauen. Hoffentlich treff, bitte treff. Danke, danke Psyana. Danke. So, Banette tot. Das Vieh ist ein bisschen böse, hat mir jetzt ordentlich Schaden reingeknüppelt. Naja. La la la. Und warum ist eigentlich der Gegner so stark? Man weiß es nicht. Oh, Giflor, ne? Giflor wird kein Problem. Oh, Risikodeckel. Oh, das dürfte auch Schaden machen. Ja. Verletzt sich selber? Tötet sich selber? Es hat sich selber getötet. Schön. Ach ja. Toll. Find's schön. La 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 la. Stahl los. Stalos. Stalos. Ach du Heilige, wie besiege ich denn bitte Stalos? Warum mache ich Psy-Strahl? Man weiß es nicht. Frage über Frage. Oh Gott, na das wird ein Kampf mit Stalos. Ach nee, noch mehr Anziehung. Oh nee. Da 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 da. Biss wird eh keinen Schaden machen, schätze ich, oder? Natürlich nicht. Und was macht Stalos? Erdbeben vielleicht? Ich sag's auch noch. Oh Gott. Ach du Heilige. Du Heilige. Am wenigsten trifft das dein eigenes Promo damit. Ah, dieses fies böse. Ah, es ist böse. Ich muss schon wieder heilen. Habe ich überhaupt noch was zum Heilen? Nö. Sehr gut. Oh Gott. Na, das wird ein Kampf, Leute. Das wird wirklich ein Kampf. Bitte, mach's doch kaputt. Ach, schön, Psyana. Ich mag dich. Psychokinese! Ah, verdammt.
hat nicht gereicht. Gigasauger. Okay. Und aufs Psyana, natürlich. Wenn das Psyana stimmt jetzt, dann werde ich doch mit. Verhöhner. Warum magst du Verhöhner? Was auch immer. Er vorhat. So, Psystrahl und Finte. Denn das Stahlhaus muss besiegt werden. Ist Stahl von mir, ja. Stachelspore. Ja, Subi. Ist paralysiert, ja. Da bist du selber auch paralysiert durch Synchro. Hast du dir selbst verwasselt, Kollege. Oder Kollegin ist ja weiblich, das gibt nur. Hat die eigentlich nur weiblich Pokémon? Nein, Stalos ist männlich. Okay. Und kommt jetzt das, was ich denke, das kommt. Es kommt! Hallo, Suikune! Den gewissen Zuschauer, den ich vorher erwähnt habe, den wird es jetzt auch wieder ganz besonders freuen. Aber nein, das werde ich nicht ins Team holen, dieses Vieh. Nein! Das tue ich nicht. Und es fängt gleich mit Kopfschlag an. Ach du Heilige. Christiana. What the fuck, es hat überlebt. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. La. Oh Gott, sieht das weh. Ich habe ja, Suikun hat ein bisschen Spezialverteidigung. So leicht. Und ja, Psyana greift natürlich nicht an. Aber jetzt ist es tot, oder Psyana? Bist du tot? Ja, du bist tot. La. So, wie besiege ich denn jetzt hier? Ne? Und so. Sollte ich vielleicht mein die Gänse hier heilen, mein Psyana? Ich glaube ja fast schon, ne? Gehe ich kein Risiko ein. Ja, komm. Setze ich doch gleich mal so ein neues Vitalgrau ein. Wozu habe ich es denn auch gekauft? Denn da seht ihr, Doppelleber. Ist das nicht toll? La. So, du kannst jetzt sterben. Und dann mache ich mal Rückkehr auf Suikune. Vielleicht macht das ja ein bisschen mehr Schaden. Dass das wie jetzt andauernd Kryptoschlag macht, missfällt mir so leicht, ne? La. Rückkehr! Gott, macht das wenig Schaden. Oh, Gott. Was mache ich denn? Body Slam. Okay. Vielleicht, ich mach mal den Überschrei. Komm, was soll's. Das überlebt jetzt eh nicht. Natürlich. Mann. La. So, was setze ich denn jetzt ein? Überstrahl habe ich gemacht, ne? Doktor. Ich müsste nämlich eventuell das Suikune langsam mal einschläfern oder so. Wäre durchaus nett. La. Hyperstrahl! Bam! Und das zieht wenig ab, als ich eigentlich gehofft hatte. Naja. So, dann machen wir die Hypnose. Achso. Nach Sarah kann er nicht angreifen. Genau, da war ja was. Heieiei. Das Vieh haut ganz schön rein. Ja, und die Hypnose trifft natürlich nicht. Schön. Die Gassauger. Dieses Noctu muss überleben. Es muss überleben. Ach Gott. Ach, ich heile mein Noctu mal mit einem Supertrank. Oh Gott, das wird ein Kampf, Leute. Das wird wirklich ein Kampf. Ach, schön. Schön. Kryptoschlag. Ja, ist ja gut. Ach, du Heilige. La. Triff bitte. Danke. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Suikune ist ja auch ein Wasser-Pokémon und da helfen auch die Netzbälle. Ja, ist toll, ne? La. Das, dieses Giflor nervt mich ein bisschen, aber egal. So ganz leicht nervt mich. So, mit Noctu werfe ich jetzt mal den Nestball. Netzball, was? Netzball natürlich.
Oh, wenn es ganz schwer kommt, kann ich ja immer noch auf Timerbälle ausweichen. Aber da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen, bis die wirklich Wirkung haben. Denn ich glaube, ab der 30. Runde oder so sind das die besten Bälle, die man werfen kann. Natürlich hier ausgenommen vom Meisterball, der ist außer Konkurrenz. Na los! Na los! Ja! Schön! Beim ersten Ball! Ach, schön! Finde ich schön! Ich habe mal einen Krypto-Pokémon gefangen, bevor ich alle anderen Pokémon vernichtet habe. Das ist auch sehr selten. Aber schön. La 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 la. Jetzt überlebt sogar das Noctu oder was? Das wäre ja höchst mysteriös. So, und... Ach, kommt zur Abwechslung nochmal den Hyperstrahl. Ja, trifft nicht. Aber Stahlflügel trifft. Schön. La 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 la. Ah ne, das muss jetzt mit dem Hyperstrahl enden. Los! Hyperstrahl! In your fucking face, Alter! Und da habe ich doch nur leicht überzogen, das finde ich gut. Das finde ich toll. Ach schön. Und damit haben wir unser zweites legendäres gefangen. Gut, dass wir das nicht live gesendet haben. Hält 4500 Pokédollar. Ja, die kann ich auch gebrauchen nach dem Kampf. Oh nein, Venus besiegt. Hilfe, nichts weg. Oh nein, die Schande besiegt. Ich, von einem Jüngelchen wie dir. Na warte, diese Lala werde ich dir irgendwann garantiert einsagen. Ja, dann mach mal. Aber Leute, ich würde sagen, das war ja wieder mal ein actiongeladener Part. Und ich würde sagen, da brauchen wir jetzt erstmal eine Pause. Und mit Blick auf die Uhr ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Und deshalb würde ich sagen, das war Let's Play Pokémon Colosseum für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.